Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten. Wir haben heute den 4. Februar 2020. Das ist das Produktvideo zum Zahnaufhellungs- oder Zahnweißpulver, Teeth Whitening, mit Aktivkohle und Kokosnuss, Charcoal und Coconut Powder. Ich gebe dem Produkt 5 von 5 Sterne, möchte aber auch erklären, warum. Also das ist meines Erachtens nicht zur täglichen Zahnpflege bzw. zum normalen Zähneputzen geeignet, sondern ich habe es nur benutzt als Ergänzung zum normalen Zähneputzen. Zunächst einmal, wie es bei mir gewirkt hat. Ich habe das vor etwa einem Monat begonnen zu benutzen. Ich gehe normalerweise einmal im Quartal zur professionellen Zahnreinigung. Und jetzt im Januar habe ich von meiner Schwester die Zähne nicht reinigen lassen, also nur noch kontrollieren lassen. Und da haben wir uns darauf geeinigt, diesmal die Zahnreinigung zu überspringen. Und da habe ich stattdessen eben dieses Pulver angewandt. Und habe dann natürlich auch sofort Fotos gemacht, also jeden Tag kontrolliert, dass die Zähne nicht angegriffen werden, dass das Zahnfleisch nicht angegriffen wird. Und natürlich, wenn ich irgendwelche Zahnempfindlichkeiten da gespürt hätte, ich das sofort abgesetzt. In den ersten 2 Wochen habe ich das täglich einmal benutzt, das Zahnweißpulver zusätzlich zum normalen Zähneputzen und dann nur noch 3-mal pro Woche, also immer im Abstand von mindestens 48 Stunden. So, das ist die Aufnahme vor der Anwendung, also am 7. Januar. Und das ist ein Foto von heute, am 4. Februar. Man sieht hier vor allem, diese Stellen hier unten sind nicht besonders sauber. Also ich meine, das ist alles vergrößert. Meine Zähne sehen normalerweise nicht so schlimm aus wie auf den Fotos. Diese Stellen hier, die kriege ich einfach mit der normalen Zahnreinigung nicht sauber. Und das hier, das ist also deutlich besser als vorher hier unten. Das hat mich ziemlich überrascht. Also es war schon nach ein paar Tagen deutlich besser. Und irgendwann ist natürlich auch das Ende der Fahnenstange mit solchen Möglichkeiten erreicht, auch mit der professionellen Zahnreinigung. Ich meine, Zähne sind irgendwie Gebrauchsgegenstände. Auch hier oben ist es etwas besser geworden, obwohl da oben nicht so viel war an Verfärbungen, dunklen Stellen. Und die Zahnfarbe jetzt, kann man sagen, sieht jetzt heller aus. Also das würde ich jetzt nicht übertreiben. Also ist auch die Lichtverhältnisse natürlich. Aber die Flecken oder die Reste, die sonst bei den Zähnen bleiben, trotz Zahnreinigung, die sind also mit diesem Pulver deutlich weggegangen, also oder deutlich zurückgegangen. So, das erstmal zu meiner Erfahrung damit. Aber ich möchte zur Sicherheit ein paar Tipps geben zur Anwendung. Also man redet oder man liest manchmal über Aktivkohle, das ist also so eine sehr hohe Abrasion, also einen sehr hohen Abrieb hätte an den Zähnen, dass man die Zähne damit beschädigen oder gar zerstören könnte. Man kann mit allem Möglichen seine Zähne kaputt machen. Ja, also da braucht man eigentlich nur eine Zahnbürste und damit kann man schon sehr viel Schaden anrichten. Es ist immer entscheidend, dass man weiß, wie man die Zähne richtig putzt. Und ich habe vor einigen Jahren angefangen, nur noch elektrische Zahnbürsten zu benutzen. Und wenn es jetzt heißt, also bei Aktivkohle soll man keine elektrische Zahnbürste benutzen, weil elektrische Zahnbürsten ohnehin einen so hohen Abrieb hätten, dem kann ich nicht zustimmen. Ja? Ganz im Gegenteil. Mit einer normalen Handzahnbürste, wo man das so selber mechanisch macht, kann man viel, viel mehr Schaden anrichten als mit einer elektrischen Zahnbürste. Nämlich die elektrische Zahnbürste muss man im Grunde genommen nur ganz sanft, ganz leicht an die Verbindungsstelle von von Zahn und Zahnfleisch halten. Also hier oben. Und normalerweise haben die Zahnbürsten auch einen Timer, also dass man immer alle 30 Sekunden meinetwegen eine Rückmeldung bekommt.
Man kann auch so anfangen zu zählen, 1, 2 und so weiter. Dann hält man es immer so, sagen wir mal, 2 Sekunden an einer Stelle und geht dann weiter. Man hält das immer nur ganz leicht an den Zahn oder an das Zahnfleisch, immer an dieselbe Stelle. So, und dann vor dem Zähneputzen, also wenn man die Zahncreme aufgetragen hat, dann verteilt man das, man schrubbt niemals seine Zähne. Man verteilt das ganz leicht hier auf Zähne und Zahnfleisch, die Zahncreme normalerweise halt. Dann stellt man die Zahnbürste an, hält das jeweils an die einzelnen Stellen, immer so 2-3 Sekunden jeweils, oben und unten, hinten und vorne. Und dann ist man auch mit dem Zähneputzen fertig. Dann hat man auch wirklich gut geputzte und vor allem wenig belastete Zähne. Wenn man allerdings mit der Zahnbürste rumschrubbt, da können die Borsten noch so abgerundet sein. Damit kann man unheimlich viel Schaden anrichten. Jetzt konkret mit dem Aktivkohlepulver. Also erstmal auch zum Verbrauch. Also das habe ich jetzt vor einem Monat angefangen. Das ist noch immer ziemlich voll. Und ich habe das immer so gemacht, ich gehe so wie mit einem Löffel oder einer Schaufel mit der Zahnbürste, also elektrischen Zahnbürste natürlich, in das Gefäß hinein und habe dann eben etwas Pulver auf der Zahnbürste. Dann klopfe ich das ab. Und wenn nichts mehr da runterkommt oder fast nichts mehr runterkommt, dann tue ich es in den Mund, verteile das auf den Zähnen oder dem Zahnfleisch und dann fange ich an zu putzen. Und dann spüle ich den Mund ganz gründlich aus. Das mache ich bei jeder Zahncreme auch. Das sind Putzmittel, die möchte ich nicht im Mund haben. Die benutze ich zum Putzen. Ich meine, wenn ich ein Glas benutzt habe und dann nachher Spülmittel reintue, dann soll das Glas sauber sein. Nachher spüle ich das Glas richtig aus, bevor ich wieder was daraus trinke. Und so ähnlich ist es beim Zähneputzen auch so. Und bei Aktivkohle meines Erachtens auch so. Also, um es zusammenzufassen. Mit diesem Kokosnusspulver habe ich die besten Reinigungsergebnisse festgestellt, die ich je hatte, mit einem Zahnreinigungsprodukt. Es hat meine Zähne nicht übermäßig angegriffen, aber eben auch deswegen, weil ich die richtige Zahnputztechnik benutze. Es ist ziemlich sparsam im Verbrauch und man muss nachher seine Zähne sehr gründlich putzen. Wenn man putzt, dann fließt das normalerweise so wie Tintenkleckse aus dem Mund raus. Man muss ein bisschen aufpassen, aber das ist eigentlich so dramatisch. Der Effekt ist meines Erachtens sehr gut. Der Preis ist meines Erachtens absolut gerechtfertigt. Das hier ist eine 80-Gramm-Packung und ich habe 82-Gramm-Packungen für, glaube ich, 15 Euro gekauft. Da habe ich also sicherlich einige Monate mit Vorrat. Und wer also gute Zähne hat und wer Probleme hat mit Zahnschienen, hat nicht jeder. Ich habe zum Beispiel ziemlich groß, aber andere haben gar keine oder weniger. Der könnte dem Produkt mal eine Chance vielleicht geben.